Ich hatte eine mega Idee, eigentlich in Wien ein cooles Video zu drehen. Bis vor 10 Minuten war das Wetter echt Ich weiß, es sieht nicht aus, als wäre das Wetter schlecht. Aber es ist absolut schlecht in Wien. Komplett nass, alles. Aber wir fahren auf jeden Fall nach München. Heute Abend, spontan, weil wenn das Wetter nicht mitspielt, dann fahre ich nach München. Und dann fahren wir noch in eine andere Stadt. Ich habe da eine coole Idee, was ich drehen könnte. Ich werde jetzt auch noch, ich denke, Ende dieses Monats irgendwo hinfliegen noch. Weil es wird so früh dunkel, es ist kalt. Es regnet, es ist unangenehm. Ich weiß nicht, ob das das wirkliche Intro wird, aber ich hoffe es. Viel Spaß, genießt es, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, machen wir die 100.000 voll. Und dann ging es auch ab ins Auto, ab in den Zug, auf den Weg nach München. Zweiter Tag. Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg und herzlich willkommen in der Hauptstadt von Bayern. Wir sind wieder zurück, mich spontan entschieden, nach Wien zu fahren. Nach Wien zu fahren, genau. Nach München zu fahren, weil das Wetter hier besser ist und weil wir dann im Anschluss morgen werde ich in Nürnberg sein und für euch ein Nürnberg-Video drehen. Warum? Wir waren noch nicht in Nürnberg. Polizei, Hände hoch. Einmal Führerschein und Fahrzeugpapiere, bitte. Was geht, Bro? Alles mit? Danke, Bro. Alles super, Bro. Lange ist her, wann haben wir uns zuletzt gesehen? Hot Chip Challenge? Nein, danach haben wir doch Pizza-Video gedreht nochmal. Ah, ja, okay, stimmt. Einmal habe ich bei diesem Pepe angerufen. Ich so, ja, ich würde wahrscheinlich vorbeikommen, seid ihr der richtige Spot? Dann sagt der Chef so, also nicht der Chef, sondern diese Frau ruft so den Chef und ja, könntest du eine E-Mail schreiben, wo ich gesagt habe, ganz kurz, ich will jetzt nicht bei euch im Laden filmen. Ich komme, werde mir eine Pizza bestellen. Und draußen ganz normal. Ich will diese To-Go-Pizza bestellen. Bro, der Hype geht da richtig ab, gell? Echt? Keine Ahnung. Ist die Schlange jetzt lang oder was? Nein, das jetzt nicht. Ich bin da schon vorhin vorbeigefahren, aber ich sehe es halt von bei jedem, das Story, ich glaub, TikTok aber, und Instagram. Ich glaube, es ist die günstigste Pizza Münchens. Boah, weiß ich gar nicht. Günstiger als 5 Euro. Ist doch ganz mal eine Pizza, die er faltet, oder nicht? Ja, aber ich denke, die wird ein bisschen kleiner sein als eine normale Napolitaner. Mal schauen. Let's go. Easy. Nur mal Kahn ab. Wenn ihr dieses Video seht, könnt ihr auch direkt Kommentaren sagen, hey Rand, ich habe eine krasse Idee, was du in Nürnberg machen kannst. Was wir auf jeden Fall abchecken werden, ist Niklas Wilson, sein Favorite Burger. Zumindest hat er den in einer Foodtour gezeigt und ich habe hier auf Instagram so eine Umfrage gemacht. Ihr habt mir alle dieses Streetfood 90430, ich weiß die Postleitzahl gerade nicht, auf jeden Fall vorgeschlagen. Aber haut was in die Kommentare, ich lese die, ich beantworte sie. Wir sind wahrscheinlich gerade angekommen in Nürnberg. Was ist bei dir oder was? Mit dem Fernseher, was ist damit? Ja, ist euch dabei. Ja, bist du fertig oder nicht? Ja, ich bin fertig. Du, hier ist die Hölle los. Hier ist ganz ja. Also, ich sag mal so: Vom Wetter dürft ihr euch auch nicht täuschen lassen, Ladies and Gentlemen, weil. Was sagen wir eigentlich zu meiner neuen Kette? Zurück zum Thema, das Wetter täuscht hier. Es sieht so warm aus, aber es ist absolut nicht warm. Und man sieht auch, der Herbst kommt. Schaut euch mal das an. Wie dieses Laub und diese Bäume, alles gelb, Wiese. I love it. Was geht, Bruder? Einer hat PlayStation. Geht's dir? Habt ihr gezockt, Bro. Oder? Bro, nein, wir werden zocken, Bro. Laden bei, ja, Bro. Bro, bei uns ist morgen Full House mit Frauen und so. Deswegen, ich zieh zu Baran heute. Um. Bro, wir haben die doch gewonnen mit Baro. Die PS5. Ihr habt die PS5 gewonnen. Ja, aber 2 Stück. Ich habe immer das Gefühl, dass die Leute, die gut in FIFA sind, arbeitslos sind, aber seid ihr beide nicht. Nein, Bro. Herzlichen Glückwunsch. Danke, Bro. Wie geht's dir? Bro, das ist schon da, wo die PS5 neu rausgekommen ist. PS5 gewonnen. Servus, Mike. Alles fein, Bruder. Randy, freut mich. Servus, Bro. Wir sind startklar. Ich höre, wir sind durch ganz München einmal gefahren. Wir sind echt durch ganz München. Mit diesem Auto, Bruder, ich habe dir schon damals gesagt, ich fühle mich wie Shirin. And I feel so aufgehoben when I come here. Das ist der beste Wagen der Welt. Das ist dein Herz, Bro. Mein Vater ist damit 3-mal nach Irak gefahren. Mit dem Auto? Mit dem Auto. Wie viele Kilometer sind das? Bestimmt 4000 oder so. Bruh. Pepe, Napolitan Pizza, Ladies and Gents, wir sind da. Man bestellt auf jeden Fall da draußen an diesem Stand, bestellt man dann diese entweder frittiert, gewrappt oder normal. Wir bestellen sie auf jeden Fall gefalten. Jetzt hätte ein bisschen Rohloch verlegt. Willst du auch? Nein, gar nicht? Ja, gefalten. Die Sache ist halt, dass ich gesehen habe, diese Pizza kostet 5 Euro. Ja, es ist die günstigste Pizza, die man so haben kann. Also preislich Marinara 4,50, Margarita 5,50. Portofolio Salami 6,50. Fritter ist diese frittierte 5,50. Billiger kriegst du es nicht. Sind wir ehrlich, oder? Aber die Pizza wird halt warm gehalten, wie ich gesehen habe. Das heißt, dieser Teig wird ein bisschen fester sein und sowas. Ich will es jetzt noch nicht sagen, aber da die Pizza warm gehalten wird, so weißt du, was ich meine? Wenn du eine frische napolitanische Pizza bekommst, die falten die und dann isst du die, ist nochmal ein anderer Flex. Aber wir schauen, vielleicht ist sie genauso gut. Du musst mir nur kurz sagen, was genau das für eine Creme ist. Parmesancreme. Parmesancreme, macht ihr die selber? Ja.
Wir sind mal wieder vereint. Wir waren jetzt schon ein paar Mal essen miteinander. Ingolstadt waren wir schon, München ein paar Mal essen. Kuss geht raus, danke immer für eure Zeit. Danke dir, Bro. 5 Euro, 5,50 Euro kostet es. Es ist ein bisschen kleiner, was ich gesagt habe. Und es wird warm gehalten. Was sagen wir dazu? Frisch wäre natürlich geiler. Natürlich geiler, Bro, aber... Wir probieren und danach sagen wir einfach, was es ist, okay? Ich finde es trotzdem sehr geil. Diese Parmesan-Soße macht auch böse Sinn. Boah. Also erster Biss erwischt alles. Ist nicht so eine typische napolitanische, finde ich, weil der Teig schon ein bisschen fester ist und so, aber ist geil. Kann man machen, das Ding. Hast du schon zweimal abgebissen, ne? Ja, Mann. Komm, du probierst es auch, Bro. Am Anfang, wenn dieser Dings, diese Soße nicht drauf wäre, wahrscheinlich so ein normaler Geschmack, aber die macht auch nochmal viel aus. Der erste Biss war gut, schmeckt sofort alles drauf aus. Kann ich empfehlen. Vor allem passt auch zu dem Wetter, wenn es kalt ist, weiß, kriegst du was Warmes noch mit dabei. Also 5,55 Euro geht fit. Oder? Es fühlt sich irgendwie so ein bisschen besser an, als wenn ich so einen schlechten Döner esse. Da esse ich 100%. Lieber das. Ohne die Soße, glaube ich, zu tonken, aber mit der Soße, Bro, das harmoniert perfekt. Ah. Ich bin positiv überrascht. Ich habe gedacht, es wird schlechter sein, weil die es warm machen. Aber es ist zu viel Soße, weißt du, wenn es ein bisschen zu viel Soße ist, nein, dann gibt es. Wenn es zu viel Soße ist, Bruder, bockt nicht immer alles. Also ich glaube, wenn man herkommt, man muss diese Soße mitbestellen. Das ist so ein Käse. Ja, ja, ohne diese Soße hätte es keinen Sinn gemacht. Diese Parmesan. Diese Parmesan macht Sinn. Und es wird immer leckerer nach unten. Mhm. Ich feier dich. Machen die das in Italien auch? Das ist schon so ein Ding. Portfolio kennt man schon, ja. Ich sag dir ehrlich, danach brauchst du die Soße gar nicht mehr, wegen dem Käse und so. Aber am Anfang, wegen dem Rand, brauchst du schon, schon. Die haben sich guten Kopf gemacht. Ja, Bruder, ich könnte 5 davon essen. Ich wollte gerade sagen, ich sag 4 schaffe ich selbst. Ist ja wie so eine ganz wie eine Uhr, so eine. Nee, Bruder. Nicht? Die ist kleiner, die ist viel kleiner, ja, Bro. Ich sag, die ist die Hälfte wahrscheinlich. Das ist so ein Kreislauf, ich maximal. Weil die Hälfte war so. Das war nicht groß. Aber trotzdem, 5 Euro macht Sinn. Die hätten auch, Bro, so eine Pizza kostet wahrscheinlich umgerechnet 70 Cent. Auch wenn du sie so groß machst. Ja. Aber egal, lass die kleine machen. Wir sind immer noch in München. Das stimmt. Aber ich sag dir ehrlich, an die, die so Schweine auch essen, ich glaube, Salami würde auch wild kommen. Ja, das schmeckt euch. Ja. Ist richtig lecker. Richtig lecker. Ja, ja. Danke. Wolltest du noch eine? Soll ich noch eine holen? Komm, ich hol noch eine. Nein, ich hol schon, Warte. Ja, ich esse noch. Okay, jetzt ist die Fazit mal. Wollt ihr hier noch eine essen oder wollen wir sozusagen woanders gescheit essen? Was anderes? Weil ich hab schon Hunger, Bruder. Ja, also noch so ein richtiges Pizza. Essen packe ich nicht mehr, aber nicht irgendeinen mehr? Anderen geilen Snack können wir noch essen. Ja, okay, passt, dann machen wir es so. Schau, wir essen jetzt noch eine Pizza zusammen. Okay. Jeder beißt einmal rein, so von uns, dann ist sie eh weg. Eine, Bro. Okay, okay, zwei. Bruder, ich okay, hol 100 zwei Kilo, Bruder. Boah, ich werde von einem Biss nicht satt, Mann. Okay, holen wir noch zwei. Wir teilen, er ist eine. Nein, nein, nicht so. Boah, aber zwei ist nicht so gemeint. Ich teile mit euch mit Herz so. Ja, komm, essen wir noch. Danach können wir noch. Okay, trotzdem. Wir holen. Okay, weißt du, was wir machen? Wir machen zwei. Ich hole jetzt für jeden noch eine, okay? Ja. Und dann gehen wir noch mal La Casa de Kebab, okay? Und probieren einen Kebab auf locker. Kebab, ja, ob der gut ist oder nicht. Genau, ist ein Deal, oder? Ist ein Deal, Bruder. Gekauft. Perfekt. Warum haben wir aber fast gerade gestritten? Ahnung, ey, warte, die sollen Chiliöl reinmachen, Bruder. Gibt's es? Ich frag, das ist eine gute Idee. Ja! Also ich sag so, wie es ist, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das Ding, Pepe Pizza, das Ding ist lecker. 5 Euro, das ist auch wieder so ein Ding, das macht Spaß nochmal anders, weil du kriegst für dein Geld was. Boah. Ich muss auch sagen, so der Vibe, so draußen sitzen, ist ein bisschen kalt. Ist vielleicht auch ein bisschen zu kalt, um draußen zu sitzen, aber so mit Jacke ist das machbar. Der Mann ist absoluter Messi-Fan, gell? Ja, dich hat es gerade angegriffen. Ja, der war kurz sauer. Diese Leute, die sagen Messi oder Ronaldo und so, beide Spieler haben einen anderen Stil, wie die spielen. Weißt du, was ich meine? Ja. Mir persönlich taugt es mehr, wie Messi spielt. Ganz einfach, Bruder. Ja. Da gibt's nichts zu sagen. Ronaldo oder Messi, sag einfach. Ich erklär's kurz, nicht, dass er nicht mehr mit mir redet. Ich erklär's kurz. Oder du. Messi ist der Talentiertere und Ronaldo nicht. Ronaldo hat... Das ist alles erarbeitet. Genau. Aber mir gefällt der Style besser von Ronaldo. Aber Messi ist auch interessant, wie er spielt. Aber ich mag das auch, wie Neymar spielt. Mir taugt es zum Beispiel, wie Messi sich durchsetzt. Wie er so im 1 gegen 1 ist. Oder seine Gedankengänge, die er hat. Diese Pässe, die er spielt. Verstehst du, was ich meine? Mir gefallen halt auch diese Kopfballtore, die Ronaldo macht. Aber Bruder, da kann halt Messi nichts machen. Ja, aber er ist ein bisschen zu klein. Schau mal. Schau den an. Aber Winkel, was für ein Winkel? Bei uns zwei hier. Ja. Danke. So ein bisschen öliger jetzt, ne? Ja, Chiliöl und Knoblauch drin, oder? Dankeschön. Aber ehrlich, geil. Die sind richtig stark. Ja, ich krieg's auch von uns. Ich hab mir die Rechnung. Haben wir schon bezahlt? Ja, ja. Kuss geht raus, danke, Bruder. Danke, kam.
Danke. Bruder, ich weiß, du willst noch mal probieren, gell? Nein, komm, du darfst! Mike, komm! Darfst du nur nicht Mama sagen, dass du noch mal draußen gehst. Was ist mit dieser Parmesan-Soße? Mach doch, komm! Und Knoblauch. Schau mal, schau mal. Ich weiß doch, Digga. Mein. Ich hab nichts gesehen. Oh, oh, Junge! Bruder! Da musst du reinbeißen, Bro. Komm! Das sah schon anders aus, oder? Das reicht. Ey, die, weißt du, was die nur machen sollten? Die bräuchte einen Pizzaiolo, der das frisch immer macht. Dann wäre das vorbei, weil dann ist der Teig noch mal ein bisschen softer. Boah, diese, boah, ich schwöre, so diese Parmesan ist vorbei. Würde ich die nochmal essen, Kopf? Das Ding? Ja. 100%. Boah, 3 bis 4 schaffe ich selten. Diesmal Rand ist echt hart, boah. Diesmal ist härter der Rand. Damn, doch nicht so gut. Doch, man kann nicht sagen, man darf keinen Hack nehmen. Ja, ich liebe das Ding. Ich weiß eh, viele Leute sagen, du darfst in diese Pizzen kein Chiliöl und so machen, aber ist mir egal, was sie sagen. Ich sag aber so, wie es ist, ich esse ja auch hin und wieder Schweinefleisch und so, aber ich weiß nicht, was für eine Salami, aber hier ist Salami drin, wie du vorher gesagt hast, Brown Shepherd. Die müssen die nur klein schneiden, dass du sie nicht so rausziehst. Dann ist vorbei. Ja, und das ist zu dick. Boah, ich sag dir ehrlich, Pizza ohne Meeresfrüchte geht nicht. Ohne Meeresfrüchte? Keine Chance, mein Meeresfrüchte ist das Beste, was es gibt. Meeresfrüchte auf Pizza? Ja, ja. Ja, ja, safe. Ja, ja, nee, nee. Ja, ja, nee, nee. Ist super. Muss, gehört dazu, Bro. Ding, ich mag auch so Pizza manchmal so ein bisschen Oliven. Bisschen Pepperoni. Genau, und Paprika und Mais, oder? Das ist Bro, richtig geil. Mais, voila geht. Mais geht. Oder Bro, Mais geht. Aber warte. Aber Bro, aber Oliven. Was willst du, Bruder? Ey, kennst du es, nachdem du Mais gegessen hast? Da sieht man immer die Stücke. Wenn man so eine Werteskala macht, so von Durchschnitt zu gut, sehr gut und so Endgegner, würde ich das zu sehr gut einfach machen. Okay. Eins vor perfekt eigentlich. Das würde ich immer wieder essen kommen. Ich sag 9 von 10. Für so ein Takeaway schon 10 von 10. Ja, ja. 11 von 10. Okay, 12 von 10. 12 von 10. Team super nett. Die haben auch gesagt, hey, komm mal gerne vorbei, probier die normalen Pizzen. Schreibt, ob ihr die Pizza schon probiert habt. Danke für den Support. Bis zum 27. April. 100.000 Kuss geht raus. Weißt du, was man nicht vergessen darf, Bro? Ich gebe eine 9 von 10, aber, weil du musst dir vorstellen, es kostet 5 Euro nur, okay? Bro, genau, Preis-Leistung. Münchner Verhältnisse, Bro, du weißt selber. Ja, ja, ja. Und ey, ich schwöre, nein, 9 von 10 trifft es perfekt, Bruder. Ich bleib trotzdem bei 12 von 10, aber das macht so Spaß, wenn etwas so günstig ist und dann trotzdem so lecker. Bro, und es ist halt nicht so dieses Standardding, weißt du, diese Parmesan-Soße oben drauf. Parmesan, bitte. Parmesan, Bro. Ja. So, gibt's nicht überall. Zu leid, ist aber mit der Schall nichts zu tun, wenn du mich fragst. Spannend, Bro. Bismillah. Gib mir ein bisschen Sandwich-Vibes. Mehr als Döner, aber ansonsten ist gut. Kann man machen.